Oh, my head. Fucking headache. I gotta get me some amber. Yeah. That would straighten me out. Down there, maybe? Es klingt irgendwie, als wenn das so eine Droge wäre, dieses Goldharz. Goldharz. Ist es eine Wache? Ja, da vorne sind zwei Typis. Ist der mit dem Rücken zu mir? Quite so, my dear colleague. I'd be willing to give my complete edition of the Encyclopedia of Mycology for... It's probably... By the heart of the tree! By the heart of the tree! A quick peek through the keyhole, just to make sure the way is clear. Unbelievable! Where's this thing from? Ich glaube, du hast Schwein gehabt. Luck! Luck! Mach da hinten am besten erstmal das Licht aus. Wie schmeiß ich das? Mit dem linken Button. Button, das? Nein, das ist die Taste, genau, das ist der Button. Okay. Dann schau mal durchs Schlüsselloch. Wie mach ich das? Also durch X. Ein Wache geradeaus. Okay. Dann... Sorry, Leute. Also, halten. Macht Spaß, das Spiel. Definitiv gut. Ist definitiv mal was anderes. Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Was ist dieses Harzzeug? LSD? Klone erschaffen. Du kannst mit Goldharz einen Klon erschaffen und kontrollieren, damit er für dich unerreichbare Orte betritt oder Gegner ablenkt. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat, kannst du ihn töten und erhältst dafür Goldharz zurück. Die Lebensspanne eines Klons ist kurz und nach einer gewissen Zeit stirbt er von selbst. Mit der linken Taste plus A kannst du einen Klon erschaffen und mit der linken Taste plus B kannst du ihn töten. Ah, ich weiß, wegen dem Mechanismus. Okay, also mit... Das ist das und dann hier, ne? Ja. Nein, du musst erstmal die linke Taste gedrückt halten. Und dann siehst du hier links dein Auswahlmenü. Und da hast du... Mit A kannst du den Klon erschaffen. Well, I got no choice. I'll need some help. Interaktion eines Klons. Die von dir erschaffenen Klone können mit den meisten Elementen der Spielwelt interagieren. Sie sind dazu in der Lage, unter Toren hindurchzuschlüpfen, Hebel zu aktivieren, Türen zu öffnen, sich zu verstecken und so weiter. Allerdings können sie keine Gegenstände nehmen und Schlösser knacken. Dann schick ihn mal zum Mechanismus. Mach mal Y für interagieren. Ja, versuche ich gerade. Warte, LTA Klon steuern. Linke Taste A, kannst einen Klon steuern. LTA, das da. Ja, linke Taste. Taste. Ja, nein, das ist der Button. Taste und ja. A. Hallo, Rakash. Und jetzt kannst du da unten durch. Damn it, I hate to. Quick, through the gate. Pull the lever. Mit linker Taste B kannst du den jetzt töten. Linke Taste B. Warum? Ich will ihn behalten. Aber du verschwendest dann Harz. Du kannst ihn ja jederzeit neu machen und jederzeit beschwören. Ach, da sind auch Wachen, lol. Ja, ich weiß, ich step hier rum und... Da hinten kannst du bestimmt Sand drauf werfen. Ja, du bist ja hier im Schatten erstmal, ne? Warte, pass auf, mal schauen, was passiert, warte. B-Sand, richtig? Nee, linker Button. Ich hab... Linker Button.
Ich muss raus? Ich muss echt raus? Ist ja doof. Wo ist denn hier noch eine Fackel? Oben an der Decke wahrscheinlich. Ganzer Kronleuchter. Ja, das würde ich so nicht machen. Ich würde da wieder unten durch und dann durchgehen und dann stellst du dich rechts in den Schatten. Ja, ist okay. Mit X kannst du parieren. Deswegen hasse ich Joystick. Sado. Ja. Dann spiel doch mit Maus und Tastatur. Das geht übrigens auch. Fließend. Study these cocoons more closely. It would be fascinating. Ach, die können sowieso nichts machen. Lol. A quick peek through the keyhole just to make sure the way is clear. Die konnten sowieso nichts machen, hatten keine Waffen und nichts. So, ich nehme mir da nochmal eben den. I gotta get some now. My head is gonna explode. So, Klon erschaffen. Was ist eigentlich das andere? Was ist das? What? Kann sich auch unsichtbar machen. Läuft. Well, I got no choice. Need some help. Hello, Rackash. I need your runt carcass. Ugh. Damn it, I hate doing that. You want something done right? Steal a body and do it yourself. Hat jetzt auch nicht so gut funktioniert bei mir gerade. Ich weiß auch gerade nicht, kann man denn mit den Klonen kämpfen? Oder sie ablenken? Warum hast du dich nicht unsichtbar gemacht? Weil es nicht mehr ging. So, der Weg ist ja frei. Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Okay, das Ganze nochmal. Zum dritten Mal. Hallo, Rackash. I need your runt carcass. Damn it, I hate you. Jetzt mach dich einfach unsichtbar. Und kill ihn von hinten oder so. Okay. Ja, aber muss man natürlich auch wissen, dass man sich dann da unsichtbar machen kann. Zufall herausgefunden. Was war das? Eine Münze? Mach die Fackel aus. Da kommt der hinterher. Ich lasse ihn, glaube ich, mal leben. Obwohl, nee, der kommt wieder. Der kommt wieder. Okay, dann kommt er halt nicht.
Sand werfen. Da ist ein Schrank links, rechts sind Fackeln. Denk dran, der hinter dir kann jederzeit zurückkehren. Der kommt schon. Aber die Frage ist, wofür brauche ich diese Vision? Ist das da auf dem Boden? Da sind überall Wachen, bist du verrückt? Ich frag mich, was das da auf dem Boden ist. Nix. Wie nix? Das leuchtet doch hier so. Was ist das denn da? Da kann man sich verstecken. Von wegen nix. Hey, da ist was. Jetzt habe ich erstmal keinen Sand mehr. Aber wir haben hier wieder neue Vision. Ist nur die Frage, wie kommen wir an den Sand? Da kommt wieder der Typi. Gucken, ob ich den von hinten töten kann. Da ist ein Schrank hinten. Zurück, zurück. Da. Wo war ein Schrank? Gegenüber. Jetzt da. Okay. Leiche versteckt. Da ist noch ein Heiltrank. Geradeaus auf dem Tisch. Ah, sehr gut. Blöd nur, dass wir keinen Sand mehr haben. Komme ich nicht vorbei. Nicht ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Was ist denn da oben mit dem? Everything wears out so fast here. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in the air. Corrosive stuff like. Was hat er gesagt? Irgendein? Geht irgendwie alles kaputt. What? Du hast den gerade getötet. Cool. Ist ja lustig. Vergast. Okay. Da unten ist auch noch ein Halt dran. Oha. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ist leider nichts weiter, was man mitnehmen kann. Ich glaube, ich gehe wieder rauf. Warte. Nein, du musst wieder hoch. Wo hoch meinst du? Da hoch? Nein, geradeaus und dann von dir links. Hmph!
Bringen wir die Leiche einfach mal ein paar Meter weg hier. So. Da unten müssen wir hin. Da ist unser Versteck. Soll ich jetzt einfach runterspringen? Nein, da kriegen wir fett Schaden. Oh, da ist sogar einer. Aber wie kommen wir? Ach, da hinten ist eine Treppe, okay. Das war knapp. Na, du siehst uns nicht, oder? Du siehst uns. Er sieht uns doch. Ach, Mann. Maus und Tastatur versuchen? Okay, was hat er jetzt als letztes angenommen? Ah, okay, den Typen hier. Den hat er angenommen. Das heißt, wir müssen da unten nochmal den Heiltrank holen. Pass bitte auf, dass du nicht Headsets wieder rausholst. Oh ja. Ernsthaft? Ja, du hast mir der Fuß hier gewackelt. Krass, dass das Spiel eigentlich echt auch so teuer ist, ne? 30 Euro? Bitte fall nicht runter. Er wollte gerade runterfallen. Ja, keine Ahnung, wenn das Spiel so viel kostet. Ich meine, wir gucken halt auch immer bei Steam die Preise nach. Und nicht auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo vielleicht die grundsätzlich schon günstiger angeboten werden. Da ist wieder so eine Münze. Oh mein Gott, wie soll ich denn da runterkommen? Ich finde das Spiel jetzt an sich eigentlich echt cool. Sieht echt gut aus. Aber es ist für mich echt anstrengend. Inwiefern? Ist halt, wie soll ich das beschreiben? Halt, dieses Schleichen, vorsichtig herantasten, alles abchecken, sneaky beaky halt und. Ich bin halt eher so trampeln, aufschlitzen, keine Ahnung. Ich bin halt eher so der, ich gehe jetzt da durch, das ist mir scheißegal, ob die mich sehen und töten. Aber es ist echt schwierig, man braucht nur zwei Hits, man ist schon tot. Und das, ja, das ist auch Parieren normal. Ist halt, das Parieren ist sehr schwierig. Ja gut, wir brauchen nur im Moment zwei Hits, weil wir so wenig Lebenspunkte haben. Ich könnte eigentlich mal einen Heiltrank nehmen, wir haben ja einen Lebenstränke. Dann halten wir auch ein bisschen mehr aus. Aber das Parieren ist sehr schwer in dem Spiel. Man muss genau darauf warten, dass der Gegner schlägt und den Schlag dann parieren. Shit, shit, ich stehe hier ganz schlecht. A monster. I find you, monster. Possible to lay hands on that piece of shit. Too bad.
Hören die auch wieder irgendwann auf zu suchen? So. Ja, jetzt gerade. Versteck, Versteck, Versteck. Oh, man kann hier drunter. Sehr witzig. Wie kommen wir denn jetzt in das Versteck? Da hoch, oder? Ja, doch, das sieht gut aus. Ich muss nur gerade warten, weil der Typ hier gerade wieder rumgeht. Sind jetzt da schon zu zweit um dich. Okay, auf zum Versteck. Du hast ja gemeint, das ist richtig. Grill. Stuck. This is impossible. There's got to be a way. So, was wolltest du sagen? Du hast ja gemeint, dass es damals richtig groß raus, also angesagt wurde und alles mögliche. Nee, ich habe gefragt, ob das denn bekannt war und dann hast du gesagt 3000 Reviews. Das ist jetzt nicht so viel, 3000. Also, ich habe von dem Spiel noch nie was gehört. Ich auch nicht, nee. Aber das heißt ja nichts, ne? Ich dachte, ich könnte auf dem Ding stehen. Oh mein Gott. Ach komm, das hätte klappen können. Hätte. Ich habe ein Spiel gespielt, das hieß Thief. Das war genau auch in diesem Stil. Also rumschleichen und so. Sliding Grill. I'm stuck. This is impossible. Das gibt's doch nicht. Warum hält er sich denn da nicht fest? Der soll sich doch nur an diesem blöden Ding da festhalten. Blödel. Ja, der soll sich da dran festhalten. Das hat er aber nicht gemacht. Du hast den Controller in der Hand. Ja. Aber ja. Ich kann nicht sagen, halt dich fest. Sliding Grill. Stuck. This is impossible. There's got to be a way. Goldharz? Ah, okay. Ich denke mal, ich muss hier wieder meinen Typi suchen. Kann der da runter? Nein, er kann nicht da drunter. Somebody there? Probieren wir es nochmal. Was kann ich denn mit dem machen hier? Kann der da irgendwie dran springen? Was ist das? Der kann sich hier dran festhalten, ne? What's that? Somebody there? Da ist noch niemand. Und ich kann hier auch überhaupt. Siehst du hier irgendwas, was ich machen kann? Ich sehe nicht, was ich machen kann. Du redest nicht mehr mit mir. Wie wär's, wenn du einfach mal deine Sinne. Ich seh's. What's that? Somebody there? Du hättest einfach mal deine Fähigkeit Sinne einsetzen können, du Nudelkopf. Oh lol. Okay. Ja, und was jetzt? It's Oscan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Oscan? Oh, my head. Yeah, I know that name. Oscan. Yes, you can trust him. Anyway, you don't have a choice.
Was war das denn jetzt für eine Stimme? About time, Styx. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in. There was a slight hitch. Well, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone through it. Well, we'll take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout, like you asked me to. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn this headache. It must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm off to the hideout then. You'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by, with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Whoa, 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 wait. You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh, yeah, one thing I didn't tell you. The hideout is in the sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And to think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks, it's best not to take risks. And anyway, the royal suite was already taken. In short, go on ahead, pick up the pry bar, and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Well, well. Looks like Ozcan carries a flask in his belt. Let's hope I haven't lost my touch. Taschendiebstahl. Als Mann der Schatten bist du auch in der Kunst des Taschendiebstahls bewandert. Sieh dir die Wachen genau an. Manche von ihnen tragen Gegenstände an ihren Gürtel, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Folge ihnen unauffällig und drücke die Interagieren-Taste, sobald sie verfügbar ist, um den Gegenstand zu stehlen. Und wir sollen jetzt Oscar bestehlen, obwohl er uns geholfen hat? Lol. Ja, okay, why not? Sauber, Styx, du bist unser Mann. Okay, wo müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt wieder rauf, ne? Da müssen wir hin, okay. Dann gehen wir mal rauf. Ich hab eine Frage. Wollen wir nicht erst für uns eine kleine Pause machen? Okay. Ja, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge. Bleibt dran und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.